Was ist Vitalstoffmedizin? In diesem Video lernst du, warum Vitalstoffmedizin kostengünstig ist, wirksam und praktisch nie Nebenwirkungen aufweist. Warum ist Vitalstoffmedizin kostengünstig? Es geht um Wirkstoffe, die in der Natur vorkommen, die wachsen da draußen im Wald oder auf der Wiese oder in der Gärtnerei. Und es geht darum, was wir zu uns nehmen durch unsere Nahrung. Schon Hippokrates schon hat gesagt, deine Medizin sei deine Nahrung und deine Nahrung sei deine Medizin. Das hat man jetzt über Jahrhunderte natürlich nicht ernst genommen. Wir haben ja pharmazeutische Produkte. Aber in deiner Nahrung, wenn sie gesund ist, da hast du kostengünstige Substanzen drin, die dir gut tun, die zum Teil auch eben heilsame Wirkungen haben. Wirksam. Es geht um die Wirksamkeit von natürlichen Substanzen. Wir nennen sie auch Mikronährstoffe. Diese Mikronährstoffe, die sind drin in praktisch jeder Pflanze. Es geht um Nahrungsmittel, die wachsen, also die nicht von Menschen hergestellt sind, wie Kekse oder Pommes oder so. Wenn du einen Apfel isst, dann hat es da drin wirksame Substanzen. Zum Beispiel Vitamin C. Wenn wir genügend Vitamin C zu uns nehmen, haben wir einen Schutz vor Virusinfektionen. Nur als Beispiel. Oder wenn du genügend Fisch isst, dann hast du einen Spiegel von Omega-3-Fettsäuren in deinem Körper, der auch wieder das Immunsystem stärkt, aber gleichzeitig auch deinem Herz mehr Pumpkraft verleiht. Diese Dinge sind wissenschaftlich nachgewiesen. Das kostet dich praktisch nichts. Also an deinem Mittagstisch nimmst du medizinische Substanzen zu dir, die deinem Körper gut tun. Und warum nebenwirkungsfrei? Das ist dann die logische Folge, oder? Dein Fisch oder dein Apfel haben keine Nebenwirkungen. Also alles, was wir natürlich zu uns nehmen, das ist geschaffen, um gesund zu sein und unseren Körper aufzubauen. Und da ist nichts dabei, das uns nicht gut tut, außer du erwischst einen Fliegenpilz. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir gute Gesundheit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.